befinden uns jetzt in Hukitika und fahren jetzt gerade hier zur Schlucht, die sich in der Nähe der Stadt befindet, und schauen mal, ob sie schön aussieht. Soll schönes kristallklares Wasser haben. Hinter mir haben sich schon recht viele Kühe angesammelt, die anscheinend alle Gras von mir haben wollen. So, wir sind jetzt direkt vor dem Hukitika Gorge, also direkt hier diese Schlucht lang mit diesem türkisfarbenen Wasser, was sehr typisch ist hier für die Region. Jetzt geht's direkt auf die Brücke, die wir gerade eben von oben gesehen haben. Die Farbe des Wassers ist übrigens nicht immer gleich, also es ist schon immer so ein bisschen türkisartig. Aber an manchen Tagen ist es ein bisschen milchiger, einfach weil es mehr von diesen Granitsteinen aufsaugt. Und manchen Tagen ist es eben ein bisschen klarer. So, jetzt geht's zurück und dann auch gleich zu den Gletschern. So, jetzt erstmal Mittagsstopp machen. Haben wir einen schönen Platz am See gefunden. Joa. Und es ist sonnig. Hier gibt es jetzt schön Brot mit dem Reststeak von gestern und Käse. Ja, ja. Prost! Jetzt sind wir hier am Franz-Josef-Gletscher hinter mir und wir laufen noch ein bisschen näher dran, damit man diese Eiszunge, Gletscherzunge, noch mal ein bisschen besser sehen kann. Da hinten sieht man schon die Gletscherzunge, aber da kommen wir auch noch mal näher dran. Ist auch ganz merkwürdig, hier am Parkplatz und überall ist alles blau, blauer Himmel und natürlich über dem Berg ist es wieder bewölkt. Sogar hier am Gletscher überall Palmen. So, wir sind jetzt schon ein Stück näher an dieser Gletscherzunge. Man sieht, es ist ein bisschen dreckig. Das ist, weil es eben sehr, sehr weit unten gerade ist. Man muss eben nicht weit laufen, um diese Gletscherzunge zu sehen. Wenn man genau hinguckt, sieht man aber auch, dass sie so ganz speziell blau ist. Also das ist das Besondere hier von der Region. Man kann auch so Helikopterflüge machen, kostet aber um die $500 pro Person. Kann man bis ganz hoch fliegen und Ausflüge machen. Und da sieht man dann das ganz klare, schöne blaue Eis. Sieht sehr schön aus. Aber für uns ist es halt ein bisschen teuer. Wir laufen und gucken uns die Zunge eben von unten an. Da hat jemand scheinbar ein Stück Eis schon mitgenommen von weiter hinten. Naja, gucken wir uns das mal das echte an. Es ist gerade auch leider keine Sonne, aber man kann schon erahnen, das ist schon, man sieht schon das Blaue. Und diese Gletscherzunge geht auch immer weiter zurück. Man sieht hier 2008 noch relativ viel Eis da. Das Ganze ist jetzt 2012. Sieht so aus wie auf dem Video, die wir gerade gemacht haben. Ist deutlich weniger Eis. Wir posieren die Asiaten mit so einem Regenschirm unter dem Wasserfall.
liegen auch überall auf dem Fußboden solche Steine rum und man sieht hier auch sehr schön die einzelnen Schichten von den Steinen. Und es gibt hier bestimmt Tausende, wo man das so schön erkennen kann. So, jetzt sind wir noch mal ein bisschen näher dran. Ich zoome mal ran. Ja, da kann man das Blau schon sehen. Sieht bestimmt richtig schön aus von oben mit dem Helikopter. Nicht weiter. Round and round we go, losing self-control. So, wir sind jetzt hier am Lake Matteson und in den See oder im Wasser des Sees sollen sich angeblich die Berge bei gutem Wetter spiegeln. Jetzt laufen wir mal um den See rum, ungefähr anderthalb Stunden, und schauen wir mal, ja, ob wir ein schönes Bild auf die Berge haben. Ansonsten sieht das hier auch aus wie so ein Urwald. So, wir sind jetzt hier auf der Aussichtsplattform View of the Views und da hat man jetzt einen schönen Blick auf den See. Und wenn der See ganz glatt ist, spiegeln sich die Berge, vor allem der Fox-Gletscher, direkt im Wasser. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir hier am Aussichtspunkt. Im Hintergrund sehen wir dann den Fox-Gletscher, der sich im Idealfall hier in den See spiegelt. Jetzt geht's wieder zurück. Willkommen im Dschungel nochmal. Also es ist gar nicht so warm oder so tropisch hier gerade Temperaturen, aber rein von den ganzen Pflanzen hier ist es wirklich wie im Dschungel. Und das ist echt eigentlich ganz cool, weil es nicht so viele Insekten gibt wie wahrscheinlich im Dschungel. Naja, ein paar gibt's schon, aber nicht so viele. So, Neuseeland ist ja auch bekannt für die ganzen Fahne. Selbst das Rugby-Team hat ja als Logo dieses Fahnen, was man hier so sieht. Und jetzt planen sie auch irgendwann die Flagge von Neuseeland zu ändern, weil das so beliebt ist, das Motiv von dem Rugby-Team. Ist halt schwarzer Hintergrund mit einem weißen Fahnen. Beziehungsweise in der Flagge ist auch noch die englische Flagge enthalten. Und Neuseeland möchte auch einfach seine eigene haben. So, jetzt schauen wir noch mal zur Gletscherzunge. So, es ist jetzt schon ein bisschen später am Tag. Es ist jetzt ungefähr 20.30 Uhr und wir haben noch eine kleine Wanderung vor uns. Hinter mir befindet sich jetzt der Fox-Gletscher und da geht's jetzt hin. Es geht jetzt wieder bergauf. So, sind jetzt oben angekommen und sehen den Gletscher. Wie man sieht, der ist ganz schön dreckig. Und im Hintergrund geht langsam die Sonne unter. So, auf zurück zum Auto und dann zum Abendessen. War ein langer Tag, Franzi hat Hunger. Ja. Auf geht's! Nur noch dieses ganze Tal trennt uns. So, die letzten Autos auf dem Parkplatz. Na, haben wir endlich den Weg geschafft. Jetzt geht's weiter. Die Autos. Ja.
haben heute noch eine Tour, kleine Nachtwanderung und gucken uns die Glühwürmer an. Wir haben auch schon viele gesehen, aber die lassen sich nicht so gut filmen, sehen aber sehr schön aus.